Wie ihr seht, bin ich nicht im Garten, sondern im Wald. Und es ist ganz schön kalt geworden. Im Moment haben wir so 6 Grad minus. Und ich gehe einfach ein bisschen spazieren. Der Hintergrund ist, also jetzt ist so 10 Uhr vormittags. Ich habe mir aber ein richtig popokaltes Seitental ausgesucht, dass ich laufe. Der Hintergrund, dass ich jetzt Zeit habe, ist, ich wurde freigestellt in meiner Firma und habe jetzt halt Zeit. Der Brunnen ist nicht mehr ganz dicht, aber immerhin noch nicht gefroren. Ja, meine Firma war insolvent oder zum vierten Mal in der Insolvenz und ich habe den Betriebsübergang jetzt abgelehnt und wurde daraufhin jetzt freigestellt vom Insolvenzverwalter. Und letztendlich dann werde ich die Kündigung bekommen. Aber naja, ist jetzt halt mal so. Das ist ein interessantes Plätzchen hier. Das ist eine Fischzucht hier im Seitental. Ausfahrt freihalten, Freiheit aushalten. Jups. Das zeige ich euch mal was. Einmal das. Das ist also ein echter Baum. Der war früher in der Stadt gestanden und war aber. Ich lese gerade mal vor. Ich bin der Rest einer Tanne aufgewachsen zur Zeit des Baues der evangelischen Stadtkirche. Also vor 160 Jahren. Im Privatwald Baldersberg von Hermann Wagner hatte ich stets Blickkontakt mit dieser Kirche und wetteiferte mit ihrem Turm. Leider brachte ich es nur auf 48 Meter. Es fehlen also nur 6 Meter, dann überrage. Dennoch überrage ich alle meine Arbeitgenossen um mich herum. Mein größter Durchmesser an der Fellschnittstelle beträgt 2,10 Meter. In der Höhe von 4 Meter habe ich einen Durchmesser von über 1 Meter. Dieser Durchmesser verringert sich nur geringfügig über eine Länge von 30 Metern. Leider erkrankte mein Inneres im unteren Teil, möglicherweise Alterserscheinung. In diesem maroden Zustand entführte man mich aus meiner Umgebung. Obwohl ich krank war, lieferte ich noch 20 Meter Nutzholz, Festmeter. In meinem desolaten Zustand fand ich aber einen Liebhaber, der nun hier meinen letzten Platz reserviert. Hier soll mein kleiner Rest Zeugnis von meinen Dimensionen geben. Da sind dann so Türen drin. Kann man aufmachen. Ja, das sieht man jetzt natürlich nicht viel. Ist ausgehöhlt. Kinder meinen dann, hier wohnen die Gnome. Ja, da kann man sogar die Tür aufmachen. Schaut euch mal das Ding an. Ist eine Bank drin. So eine massive Tür. Cool, oder? Ein paar Schnitzereien. Ein Vogelhäuschen. Auch hier lauter schöne Kleinigkeiten. Was diese Stelle sehr sympathisch macht, finde ich. Schneckenhäuschen. Auf alten, ich muss gerade mal den Handschuh wieder anziehen, auf alten Holz. Hier eine kleine Schnitzerei. Das ist auch so ein Knollenholz, muss man aber schützen anscheinend. Und da aus dem toten Stumpf wächst schon wieder neues Leben. Ist das nicht cool? Ein
grimmiger Wikinger. Also das ist alles privat hier. Knüppelholz. Aber ich finde es irgendwie richtig klasse. Da darf man auch hinlaufen, also sagt niemand was. Da sind Fische drin, so eine Fischzucht. Auch das ist wieder so ein schönes Teil. Das ist sogar ein Klangspiel, sehe ich gerade. Aber die hängen zu weit auseinander. Aber wunderschön finde ich das hier. Wasserzufluss. Oh, schaut euch das mal an, wie schön das ist. Ja, das wäre doch was auch im eigenen Garten, wenn man solche Sachen hätte. Okay, die Schaufel ist nicht so toll. Kreuz. Ja, da will ich jetzt natürlich nicht weiter. Oh, ein Bär. Den zeige ich euch noch. Da hat ein Fisch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob man da laufen darf. Aber alles so schön gemacht hier, oder? Edelweißhütte, Hirschgeweih, Reh, Gems, das ist eine Gams. Aber kein Fischen erlaubt. Aber gut so. Das ist sogar ein kleines Boot. Wahrscheinlich kommt da auch gern der Fischreier unräumend ab. Wollte ich gerade sagen, da steht einer, aber das ist eine Attrappe. Wahrscheinlich soll die davon abschrecken, dass der kommt. Ein Mühlrad, das steht jetzt aber gerade. Überall sind schöne Kleinigkeiten. Da ist sogar eine Uhr, die läuft aber eine Stunde falsch. Halb elf. Aber so ein Stück Land wünschte ich mir auch, muss ich echt sagen. Ups. Nochmal eine Hütte, Bastelzeug, ein Hund noch ein bisschen Krustel. Wahrscheinlich ist da ein Räucherofen für Fische. Herzlich willkommen. Upsa. Ja, und solche Wege werde ich jetzt öfters gehen. Ein bisschen rumschauen, weil ich ja jetzt Zeit habe. Bestimmt Metallteile, da unten so richtige, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, so ein Schneckenkranz. Ja, voll obercool. Sowas gefällt mir. Und da kann man dann Fische kaufen, also wer Fische isst, ich esse ja keine. Kaibach, Edelfische, das Tal heißt Kaibach. Das hat irgendwas mit Kälte wahrscheinlich zu tun. Ich laufe jetzt, da oben ist die Toilette wahrscheinlich. Ja. So, im Geiste bereite ich mich auch langsam auf die Vorbereitung für die ersten Aussaaten vor. Aber heute haben wir den 10.01. Da brauche ich mir noch keinen so wirklichen Kopf machen.
Das ist auch ein schöner Baum. Überhaupt stehen hier viele richtige dicke Bäume. Früher bin ich hier ganz oft gelaufen. Auch wenn Schnee war, das war immer eine schöne Strecke. Nur halt wirklich, ihr hört es am Knirschen, popo kalt. Ist sogar der Dreck hier gefroren. Und das ist so ein Tal. Da oben ist die Sonne. Seht ihr ja, da drüben überall Sonne, nur hier ist voll der Schatten. Das ist halt ein Schattenloch, sagt man bei uns dazu. Aber schön, frische Luft, Stille. Normalerweise würde ich jetzt bei mir im Büro sitzen und Stress haben. Und das ist jetzt vorbei. Irgendwie schöner, richtig schöner Gedanke, wenn man weiß, so, das war's. Ich werde jetzt noch 3 Monate Kündigungsfrist haben und dann wahrscheinlich arbeitslos sein. Erstmal. So langsam bildet sich hier auch Eis. Ja, und dann mal schauen. Ich bin ja auch nicht der Jüngste. Dann werde ich wohl bald in die Rente gehen. Wenn es klappt, nächstes Jahr. Eigentlich könnte ich dann 2025 abschlagsfrei, glaube ich, im September in die Rente gehen. Ich habe jetzt schon so viel gearbeitet, 45 Jahre, 46 Jahre habe ich voll. Früher hätte ich jetzt schon in Rente können, abschlagsfrei, aber es ist ja alles geändert worden. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. Oh, schaut euch mal die schöne Stelle an mit dem Moos. Ist das nicht toll? Das Moos ist natürlich gefroren. So Sternmoos ist das. Also wenn man sich das so anschaut, sieht aus wie so eigene Landschaft. Die grünen Spitzen sehen aus wie Bäume. Also ich lasse jetzt meine Fantasie ein bisschen laufen. Das wäre jetzt eine Hochgebirgslandschaft hier mit Schnee und so. Und so wie es im Gebirge auch ist, gibt es da nur noch wenige Bäume. Und das wären die dunkelgrünen Spitzen. Dazwischen Schneefelder. Und ich als Wanderer. Ist auch ein mächtiger Baumstumpf da dazwischen. Und da unten blubbert das Bächlein. Nochmal so ein schönes Moosfeld. Und überall schöne Bäume.
Ja, wenn man bedenkt, bei der Arbeit habe ich insgesamt jetzt 4 Insolvenzen mitgemacht. Also ich fange mal vorne an. Ich habe praktisch nach der Schule einen Industriemechaniker gelernt. Und habe dann ein Jahr noch in der Firma gearbeitet, wo ich gelernt habe, für 11 Euro D-Mark in der Stunde, weiß ich noch. Und nebendran war eine kleine Firma, und die haben dann irgendwann verzweifelt Leute gesucht. Ich habe mich dort beworben und hatte das Glück, dass ich bei meinem bisherigen Arbeitgeber gerade einen Kurs gemacht hatte für eine spezielle Maschine, die in beiden Firmen stand. Nur hatten die in der anderen Firma keine Möglichkeit oder keinen Kurs gemacht. So war ich natürlich willkommen. So ein Durchständer nennt man das bei uns, ist da irgendwo abgebrochen, da oben runter gerasselt, angeschlagen, und da hat es zersplittert. Mehrere Teile. Da unten liegt einiges rum. Wir hatten ja schwere Stürme so die letzten Wochen. Da war es nicht ratsam, in den Wald zu gehen, weil doch einiges umkippen könnte. Ja, okay, zurück. Dann habe ich in der Firma eben angefangen, habe 2 Mark mehr bekommen. Da war ich an einem Bearbeitungszentrum. Dann wurden neue Maschinen gekauft, CNC-Maschinen. Da wurde ich auf einen Kurs geschickt mit 2 anderen. Da waren wir die Ersten. Und dann wurde eine komplett neue Produktionsserie, die dreiteilige Felge, entwickelt. Da war ich der Erste mit den Kollegen zusammen. Und wir haben dann die Produktion hochgefahren, optimiert, wurde ich Schichtführer, habe ich 3-schichtig gearbeitet, also 15, 20 Jahre, wurde ich Schichtführer, später Abteilungsleiter. Dann kamen die Insolvenzen. Und dann lief es nicht mehr rund, wurde viel Personal abgebaut. Dann starb mein Chef, tödlich verunglückt in der Firma. Dann kam ich in eine andere Abteilung, wo es auch Probleme gab. Der Chef dort hat einen Schlaganfall bekommen, lag im Koma. Dann kam ich wieder zurück in die alte Abteilung, weil dort die Leute gegangen sind. Und schließlich wurde ich Teamleiter X-Ray. Bis jetzt. In der Zwischenzeit kam es immer wieder zu Insolvenzen. Also wie gesagt, das war die 4. jetzt. Die letzte war erst vor 2 Jahren. Normalerweise hat man keine Chance als Firma sowas zu überleben. Aber wir haben der Brent, also der Name, ist halt weltweit der bekannteste Name für Leichtmetallräder, BBS, Baumgartner Brandt Schildach heißt das. Oh. Und so habe ich mein Leben 40 Jahre in der Firma jetzt verbracht. Wahnsinn. 40 Jahre. 20 Jahre davor bin ich auf die Welt gekommen, Schule, pipapo, und dann in die Firma, und jetzt eben raus. Jetzt habe ich noch 20 Jahre, hoffe ich doch, oder länger noch. Schön, oder? Jetzt wird es immer dunkler da. Das Tal verengt sich. Also wenn ich jetzt
trainierter wäre, würde ich da rechts irgendwo hoch. Bin ich aber nicht. Übrigens, hier haben wir inzwischen auch Wölfe. Also schon mehrere gerissene Rehe. Und vor kurzem wurde einer Freundin von mir, ihr Peter, eine Ziege, Ziegenpeter, sozusagen, gerissen von einem Wolf. Zwei andere Ziegen auch. Und die dritte, die ist davon gerannt. Und dann erst Tage später, man vermutete, sie wäre mitgenommen worden. Aber sie ist dann doch nach ein paar Tagen, Handschuhe wieder anziehen, hupsa, ist die dann wieder aufgetaucht. Also ist nicht so ohne. Ich habe noch eine Freundin in Schleswig-Holstein. Die hat mehrere Pferde und da sind schon einige Pferde und ein Pony, also Pferde verletzt, schwer verletzt. Und ein Pony war sogar gefressen, weil einfach zu viele Wölfe da auftauchten. So, da können wir zum Beispiel hoch. Aber das ist mir jetzt zu steil. Ich bin echt nicht fit im Moment. Tolle Bäume, blauer Himmel, Kälte. Also hier sind das Gefühl der 10 Grad minus in diesem Eck. Mal schauen. Wie es da nachher weitergeht. Ich bin da schon ewig nicht mehr gelaufen. Früher ganz oft, jede Woche, mindestens einmal. Das werde ich jetzt auch wieder beginnen. Auch schöne Bäume. Richtig dicke. Also hier ist ein toller Waldbestand, alte Bäume. Düster. Da gibt es auch Pilze. Wenn man die Stellen weiß, Steinpilze hauptsächlich. Und in solchen Schonungen gibt es dann Pfifferlinge. Ich habe jetzt zwei Katzen zu Hause, Toshi und das ist neu dazugekommen, ein Kater. Er hätte ins Tierheim sollen und dann habe ich ihn in letzter Sekunde sozusagen gerettet. Und dadurch ist meine Bogi, die ja auch so eine Rettungskatze ist, nicht mehr allein. Bogi hat mir eine ehemalige Kollegin gebracht. Die hat mich ganz aufgeregt mal angerufen und gesagt, oh, ob ich nicht eine Katze möchte. Ja, eigentlich wollte ich nicht. Ich hatte früher zwar immer welche, aber sie hat gesagt, die wird sonst kaputt gemacht. Und dann habe ich halt ja gesagt. Und sie hat sie mir aus 600 Kilometer Entfernung dann hergefahren. Das ist auch so ein Fall, die Katze, die ist kastriert gewesen, wurde aber trotzdem rollig, habe ich sie nochmal kastrieren lassen und wird noch immer rollig. Das ist also schon der Knaller. Und sie selber ist natürlich am meisten gequält. Durch das. Da jammert sie immer und so. Die dritte Katze, die ich habe, ist der
Der Dicke ist ein Streuner, den fütter ich jetzt schon 6 Jahre. Ist aber extrem vorsichtig und lässt einen nicht an sich ran. Muss ich halt so aufpassen. Wenn ich die Tür aufmache, stelle ich ihm Futter raus. Vorher habe ich ihm noch warmes Wasser zugestellt, so was zu trinken hat. Inzwischen ist er blind auf einem Auge. Und ja, wird wahrscheinlich auch nicht mehr so lange machen. So, jetzt komme ich wieder in den Bereich, wo Menschen wohnen. Ist also hier dünn besiedelt. Und da, wo die Häuser stehen, da ist nochmal die Sonne. Oder ziemlich früh. Das sieht man schön. Da, wo die Häuser sind, ist Sonne. Klar, die Bäume waren damals vielleicht ein bisschen nieder. Aber die Leute früher waren nicht doof. Das ist ein umgestürzter Hochsitz, wo der Jäger rausschießt. Die Leute waren früher nicht doof. Die haben im Winter geschaut, wo trotzdem noch die Sonne scheint, hinscheint. Und dann haben sie geschaut, wo im Frühjahr der Schnee als erstes weggetaut ist. Und darauf haben sie an diese Stellen, ja, dann haben sie noch geschaut, ist Wasser in der Nähe. Gab es ja keine anderen Möglichkeiten. Und wenn das alles geklappt hat, dann haben sie dort ihr Haus gebaut. Ja, früher war hier an dieser Stelle, wo das ganze Gerümpel liegt, hat jemand Blockhäuser gebaut. Also die haben direkt da aus dem Wald das Holz genommen, Blockhaus gebaut. Und wenn es fertig war, haben sie es wieder abgebaut. Also verkauft, wieder abgebaut. Und das nächste gebaut. Ja, dahin kommen zwei Hunde. Ah, toll. Ja, was? Ja, was? Psst. Ja, was macht ihr da? Hä? Ja, was macht ihr da? Solange er nicht Katze riecht, hä? Hä? Alles klar. Ja, das ist schon ein bisschen komisch, wenn da zwei Hunde auf einem zuschießen. Aber zum Glück habe ich da keinen so Schiss. Und die sollen ja das machen, was sie tun, die Gegend bewachen. Ja, schaut mal, da liegen auch wieder schöne Stämme, vielleicht sogar von einem Blockhaus, wo gebaut worden ist. Wobei da die Bäume eher morsch sind. Von da oben bin ich gekommen. So, jetzt geht es wieder rückwärts. Hat auch jemand einen Stuhl rausgesägt. Das sind Bienenkisten. Bienenstöcke. Ja, und von ganz da oben bin ich jetzt hergelaufen. Jetzt geht es dann ein bisschen in die Sonne. Ja, so hat mein 2024 also interessant begonnen. Aber jedes Jahr ist irgendwie interessant, finde ich. Oh. Ich habe jetzt übrigens kein Mikrofon dabei, also es wird direkt über die Kamera aufgenommen, weil das sonst so ein bisschen umständlich wäre. Ah,
Sonne. Hier oben kommt sie her. Ah, wunderbar. Schön warm. Schwarzwald ist schon eine tolle Sache. Wie ihr seht, ist da gar nichts, kein Haus, nichts. Und so Seitensträßchen. Die meisten hören dann irgendwo auf, also Teerschicht. Und man kommt dann auf eine, wenn man Glück hat, auf eine Schotterschicht oder halt eben auf gewachsenen Boden. Dann braucht man gescheites Auto, sonst kommt man da nicht durch. Und genauso gut kann es dann halt passieren, dass der Weg einfach aufhört. Also muss man sich schon auskennen, sonst steht man dann in einer Sackgasse irgendwo in der Pampas. Was so manchem Urlauber hier passiert, weil er denkt, er kann da irgendwie über den Berg. Ist aber nicht. Hier da drüben sind oft Rehe, aber die haben mich jetzt längst gehört, weil ich da vor mich hin palavere. Und würden da ganz langsam weglaufen. Wenn ich jetzt leise bin und würde auch praktisch die überraschen, dann geben sie richtig Gas mit hohen Sprüngen. Da hat jemand sein Brennholz. Das ist hier im Schwarzwald natürlich noch gang und gäbe, CO2-neutral zu heizen, auch wenn sie uns jetzt gerade einreden wollen, dass das nicht CO2-neutral wäre. Würden man überall Bäume pflanzen, dann würde das Problem weg sein, wenn es überhaupt eins gibt. Das nennt man Eisgaller, was man hier sieht. Dort oben bin ich vorhin gelaufen. So. Da haben sie sogar einen Spiegel angebracht. Wahrscheinlich wird es da ein bisschen eng, wenn zum Beispiel ein Langholzer oben runter kommt, weil da muss er ganz auf die Seite rüber, dass er die Kurve bekommt. Dann sieht man zumindest das Licht. So, da steht jetzt ein Häuschen. Steht zwar jetzt im Schatten, aber in einer Stunde hat es auch Sonne. Also ist wieder typisch. Ein kleines Tal. Wahrscheinlich war da drüben früher der Baumbestand nieder, dann war es eh in der Sonne. Und Wasser dabei. Da haben die früher ein bisschen drumherum gerodet. Und gut war. Der hat auch Solarzellen auf dem Dach. Die brauchen jetzt natürlich ein bisschen Sonne, dass sie angehen. Ich habe auch schöne Solarzellen zu Hause. Hier oben ist zum Beispiel ein Stück im Wald, wo es richtig Steinpilze gibt. Da bin ich mal durchgelaufen, habe ich gedacht, boah, ich kenne mich nicht so aus. Da habe ich gedacht, boah, sieht aus wie Steinpilze. Habe einen mitgenommen, habe ihn einem Kollegen gezeigt. Und der hat fast durchgedreht, weil es so ein klasse Exemplar war. Und hat mich halt gefragt, wo das ist. Habe ich es ihm gezeigt. Da war alles voll. Also es war richtig klasse. Und dann hat er natürlich geerntet, so wie man es darf. Da ist der Wasserbrunnen, so wie ich vorhin gesagt habe. Das brauchen die Häuser. Wahrscheinlich ist das ein kleines Elektropumpenhäuschen dort, das rechte. Das steht nämlich direkt am Wasser, da kann so eine kleine Pumpe drin sein, oder Generator meine ich. Und das andere ist ein Bienenhaus. Das steht natürlich als ideal, dass die Bienen nicht verfrieren. Ja, und da meandert, ist ein blödes Wort, ich mag es eigentlich nicht. Aber es heißt halt so, da meandert dann der Bach, der Kaibach, das da hinunter. Wobei das ein bisschen künstlich
angelegt ist. Wahrscheinlich haben sie das mal alles verfüllt mit Bauschutt da drüben. Also wenn sie Häuser bauen, dann müssen sie ja irgendwo den Aushub hin. Und dann hat man solche Täler, das sieht man an dem Knick, das ist nicht mehr normal. Normal wäre es runtergelaufen. Und dann hat man halt das so aufgefüllt. Das hat man hier eigentlich überall gemacht, aber schön renaturiert und sich da nichts Giftiges oder so. Ist einfach halt Bauschutt, Aushub. Und dann macht man Dings wieder oben drauf, Humus ein bisschen und dann regeneriert sich das über die Jahre. Das sieht jetzt cool aus, gehe ich mal kurz runter. Und hier sind dann wahrscheinlich im Sommer, sieht man Kühe, Kühe. Sieht auch schön aus, wie das Eis da hängen bleibt. Oder da. Wir lassen natürlich nicht da reintreten. Ich liebe einfach die Natur. Wenn ich überlege, als Kind war ich immer am Bach. Also ich war im größeren Fluss oder Bach. Fluss war es auch nicht. Wolf. Die Wolf hat auch den typischen Namen für die Tiere, die jetzt langsam wieder ankommen. Die Wolf. Und dort war ich eigentlich immer. Entweder war ich im Wald, auf dem Bolzplatz oder am Bach. Im Sommer haben wir im Bach gebadet, so ab dem 1. Mai. Und im Winter haben wir Eishockey drauf gespielt. Ja. Und sonst waren wir eben im Wald. Wir haben, also als Kinder, haben wir mit den Händen immer Fische gefangen. Gab es massig Forellen, Barben. Die Barben waren immer im tiefen Wasser. Das sind so ähnliche Fische wie Weißfische, ja, mit so Barteln am Mund. An dem hat man sie erkannt und Schuppen haben die, was die Forelle ja nicht hat. Und dann haben wir die gefangen und dann ausgenommen und auf dem Lagerfeuer gebraten. Heute geht man ins Gefängnis dafür. Da dürfen wir sowas überhaupt nicht machen. Aber damals war das toll. Wir hatten ja nicht viel Geld daheim. Mein Vater ist da mit 39 gestorben an meinem 9. Geburtstag. Also am gleichen Tag. Und dann hatten wir kein Geld zu Hause. Und dann habe ich oft so Fische gefangen und mit nach Hause gebracht. Habe einen Anschiss kassiert von meiner Mutter. Aber insgeheim hat sie sich dann doch gefreut. Ich habe auch Kirschen geklaut. Was halt so gab, aber damals, okay, der Bauer ist dann nach einem mit dem Bengel hinterher, also mit dem Holzstück hinterher gerannt und hat einem Angst gemacht, aber im Großen und Ganzen haben die Leute einen ja gekannt und haben da darüber hinweggesehen. So bin ich dann halt mal mit Kirschen oder mit Fallobst, Äpfel heim, das war ja eh kein Problem. Dann hat meine Mutter Kompott gemacht und dann hat es Pfannkuchen oder Äpfelküchle oder sowas gegeben. Ja. Und heute darf man sowas gar nicht mehr. Okay, es gibt irgendwo, habe ich mal im Internet gesehen, es gibt so ein Verzeichnis für so Wiesen, hauptsächlich in Ostdeutschland, wo die Bauern sagen, okay, wenn jemand Kohldampf hat, kann er hier das Obst sammeln. Sie lassen es praktisch runterfallen. Das ist natürlich eine feine Sache. Jetzt bin ich wieder dort, wo das Wasserrad ist und die schönen Figuren.
Da ist hin rechts von der Tanne ist der dicke Baum, wo ich aufgemacht habe. Dann bin ich wieder an meinem Ausgangspunkt. Fast. Ja, noch ein paar Meter, dann bin ich zu Hause. Dann werde ich mir was zu essen kochen. Die Katzen freuen sich, dass ich wieder da bin. Weil die sind das jetzt gar nicht gewohnt, dass ich weg bin. Weil das über Weihnachten war ich ja wochenlang daheim. Dann ist ja die neue Katze, der Toshi, gekommen. Den habe ich, war gar nie weg. So. Vorsicht, Giftköder. Unbekannte haben hier Giftköder ausgelegt. Passantenhundehalter werden dringend um erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht gebeten, wenn sie sich dort aufhalten. Kinder und Hunde dürfen auf keinen Fall unbeaufsichtigt gelassen werden. Hunde sind zum eigenen Schutz anzuleihen. Wer dahinter steckt, ist völlig unklar. Verdächtige Hunde sollen auf jeden Fall im Polizeirevier gemeldet werden. Telefonnummer dabei und alles. Was für irre Menschen gibt es doch, oder? Wo so einen Scheißdreck machen, dass sie da Giftköder auslegen. Mit dem vollen Risiko, dass es auch Kinder, also Tiere ist ja schon schlimm genug, aber dass es auch noch Kinder erwischt. Im Übrigen ist das nicht nur hier in dem Dorf so, sondern in vielen anderen Dörfern ringsherum. Da hat es zum Beispiel auch, das habe ich als Kind auch immer geliebt, die Dinger kaputt machen. Da hat es dann Köder gegeben mit Rasierklingen drin. Völlig kranke Leute gibt's. Sie haben dann durch oder Nägel oder Glassplitter in Fleischküchle reingemacht und rausgelegt, dass der Hund sich zerschneidet. Völlig krank. Hier ist ein Stellplatz für Wohnwägen offensichtlich. Kannte ich auch noch nicht. So, und jetzt bin ich wieder am Ausgangspunkt. Und dann war es das für heute. Ich glaube, ein anderes Mal suche ich mir einen Weg dort auf der anderen Seite. Aber es war jetzt schnell entschlossen, dass ich da rausgehe und euch mitnehme. Schon cool, oder? Das Efeu, wie an den Baum hochgeht. Schmarotzt natürlich, weil die Wurzeln ziehen ja aus dem Baum die Nahrung. Und dann hat er auch bald ein Problem. Der Baum ist auch schön, oder? Es könnte sein Eiche. Eine Linde. Auf alle Fälle hat er einen außergewöhnlichen Habitus. Also es gefällt mir echt. Also der in der Mitte meine ich, denn da. Der andere ist aber auch schön. So, jetzt komme ich wieder in die Menschenwelt. Also wo ich das letzte Mal hier gelaufen bin, also schon eine Weile her, waren zwei Häuser dort und der Rest war noch gar nicht da. Alles zu. Und da in dem kleinen Busch. Und damit werde ich es dann, da wird gerade das letzte gebaut. In dem kleinen Busch, wo ich jetzt dahin laufe, da ist normalerweise auch eine Hütte früher gewesen. Und da hat jemand sein Paradies gebaut. Und das war's.